pensamos que con eso ja, wir dachten, wir würden mit dem Film Mädchen aufreißen, Ruhm und Glück erreichen, aber davon haben wir wirklich überhaupt nichts bekommen. 1, 2, 3, 4! Empecé a besar, la empecé a manosear, sí, la mano acá, güey, en el brasier y luego en la nalguita. La película es un ja, der Film ist total gemischt. Der hat irgendwie eine musikalische Seite und auch irgendwie eine sozialkritische Seite. Ist aber irgendwo auch eine Komödie und hat auch irgendwo dokumentarischen Wert. Ein Teil des Films ist eigentlich eine Autobiografie von mir und basiert aber auch auf den Erfahrungen der Schauspieler und von der Crew. Ich dachte, was machst du mit dem ganzen Zeug? Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich will einen Liebesbrief schreiben an meine Oma und auch an meinen Kiez und an unsere damalige Punkrock-Band. Wie diese lustige Photoshop-Geschichte in dem Film, als wir Fußball und als wir Fußball spielen und Schlägereien machen, da dachten wir, okay, das müssen wir jetzt 1:1 nacherzählen. Und ich habe auch ziemlich schnell bemerkt, dass die Probleme, die die Darsteller in ihrem Leben haben, auch so die Probleme waren, die ich in diesem Alter hatte. Du bist irgendwie nicht groß genug, damit sie dich ernst nehmen, aber du bist auch nicht klein genug, um alles zu dürfen, was du machen möchtest. Also irgendwie eine ganz komische Situation. Und du musst zum einen Verantwortung übernehmen, aber keiner glaubt, dass du das kannst. Natascha ist ein Pornostar. In unserem Kiez hatten wir alle nur eingeschränkten Internetzugang. Also sind wir immer zu einem gegangen, der welches hatte, und der hat uns dann immer alle die Porno-CDs von Natascha gebrannt. Películas porno. Entonces, todos nos repartíamos las películas porno. Más quintito es el Alex, güey. Ese cabrón, la neta, no agarra ni una teta, güey. La neta, como es. Estás bien un pinche. Estás bien asqueroso, güey. Ah, güey, no estoy feo. Alex ist jemand, dem Sachen generell schwerer fallen. Aber er ist auch kein Verlierer. Er ist irgendwie ein Kämpfer. Ein glückloser Kämpfer. Fighter. Es un este un luchador no muy afortunado, pues. Im mexikanischen Kino wird die Mittelschicht nicht wirklich behandelt. Es ist fast immer die Oberschicht, die behandelt wird, oder eben so die unterste Unterschicht. Und ja, oft begehen die Regisseure auch den Fehler, dass sie einfach, wenn sie sich mit dieser Unterschicht beschäftigen, keine Ahnung von dieser Schicht haben, ja, nicht wissen, worum es da geht. Und ja, also was ich dir jetzt sagen kann, ist, dass der Film, den wir gemacht haben, kein perfekter Film ist, aber das ist irgendwie ein Film, der für die Mittelklasse spricht und der echt ist.